In diesem Video erkläre ich euch das vereinfachte Lehenswesen. Lehen kommt von dem Wort leihen. Ihr habt euch bestimmt schon einmal einen Stift oder ein Spielzeug von einem Freund geliehen. Vielleicht habt ihr ihm oder ihr auch eine Gegenleistung angeboten, wie zum Beispiel: Ich leihe dir mein PC-Spiel und du räumst dafür mein Zimmer auf. Oder: Ich leihe dir mein neues Glätteisen und du gibst mir dafür dein schickes rotes Top. So ähnlich funktionierte auch das Lehenswesen im Mittelalter. Aber wie genau, erfährst du jetzt. Lege dein Arbeitsblatt bereit und höre erst einmal zu und schreibe erst beim zweiten Hören, am besten mit Bleistift, die entsprechenden Begriffe in die Lücken. Ganz oben an der Pyramide steht der König. Er verspricht den Kronvasallen, dazu zählen Bischöfe, Markgrafen und Herzöge, Lehen und Ämter. Dieses Lehensverhältnis wird von gegenseitiger Treue gekennzeichnet. Die Kronvasallen stehen in der Mitte der Pyramide. Sie stellen den Untervasallen Lehen und Ämter zur Verfügung. Zu den Untervasallen zählen die Ritter und Grafen. Auch dieses Verhältnis kennzeichnet gegenseitige Treue. Dieses Versprechen von Lehen und Ämtern bezeichnet man auch als Schutz und Schirm. Das bedeutet, dass der Höhergestellte dem Niedrigeren versichert, unter seinem Schirm zu stehen und wirklich Ämter nutzen darf oder Grundbesitz erhalten wird. Außerdem muss der Lehensherr dem Niedrigeren Schutz zusagen. Nun gibt es noch Aufgaben, die erbracht werden müssen, um sich ein Lehen zu verdienen. Die Untervasallen stellen ihren Amts- und Kriegsdienst den Kronvasallen zur Verfügung. Gleiches bieten auch die Kronvasallen dem König an. Man nennt diesen Amts- und Kriegsdienst auch Rat und Hilfe, da man unter amtlichen Tätigkeiten die Beratung versteht und unter Hilfe die Bereitschaft, im Falle eines Krieges dem Höhergestellten zur Seite zu stehen.